richtig ist, die Huffington Post beschäftigt insgesamt weltweit 800 Journalisten. Die werden bezahlt nach Tarif, die werden anständig bezahlt, ordentlich bezahlt und die freuen sich und arbeiten gerne für die Huffington Post. Die Huffington Post ist wie so ein Auto, was zwei Motoren hat. Also einmal einen journalistischen, also eine Zeitung, und daneben ist eine Plattform. Die journalistische, der Motor, der ist wie eine normale Zeitung, funktioniert so, da wird man bezahlt, alles in Ordnung. Das ist das eine. Die andere Sache ist die Plattform. Und bei der Plattform ist es so, dass sie sagen, jeder, der für uns schreiben möchte, der bei uns kommunizieren möchte, kann das tun. Was er dafür bekommt, ist Reichweite. Wir beanspruchen keine Exklusivität. Das heißt, wenn ein Blogger, ein durchschnittlicher Blogger hat im Allgemeinen, nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, 50, 100, wenn er Glück hat, 500 Leser. Was eine Menge ist, man muss sich die Audience ja auch aufbauen. Wir sagen, nimm noch deinen Blogpost, den du schon kommuniziert hast, pack ihn bei uns drauf. Wir verlinken auch zurück auf dich, kein Thema. Bei uns hast du dann vielleicht 20, 30 oder 100.000 Leser. Und das, es gibt ein paar Leute, die mögen das und die rennen uns die Bude ein, weil sie gerne bei uns kommunizieren wollen. Ja. Natürlich, wir sind ja in Deutschland ein Rechtsstaat. Das heißt, gewisse Gesetze, die muss konform sein, logischerweise. Es wird natürlich geguckt, dass nicht Straftaten aufruf und so weiter und so weiter und so weiter. Das passiert natürlich und dann darf jeder bloggen. Wir sagen, wenn du eine Meinung hast, super. Wenn du eine andere hast, auch super. Also wir haben jemanden gehabt, einen Ökonom, der ist der Meinung, Staatsschulden sind super. Uns geht es besser, wenn der Staat ordentliche Schulden hat, auch begründet. Muss jetzt nicht meine Meinung sein oder ihre, aber da kann man ja herrlich drüber streiten. Ist es denn gut oder nicht? Wurde auch herrlich drüber gestritten. War ein Kollege von NTV, ein Fernsehmoderator, der in der Börse mal steht. War eine tolle Geschichte. Oder man kann finden, wie Johanna Wanka, dass man mehr stolz sein sollte auf Nobelpreisträger, die in Deutschland in der Uni gewesen sind. Weil wir sind super in Wissenschaft. Die einen sagen so, die anderen so. Man kann darüber streiten. Das ist wie eine Debatte. Und deswegen sagen wir, solange es gewisse Formen, die rechtlich vorgegeben sind, erfüllt, kann jeder bei uns posten. Natürlich gucken wir ein bisschen drauf, dass diese Formen einbringen. Ich glaube, Journalismus ist eine tolle Sache. Wir alle mögen Journalismus, deswegen wollt ihr es machen, deswegen mache ich schon seit sehr, ziemlich langer Zeit. Wir sind Geschichtenerzähler. Und ich glaube, dass jede Branche verändert sich. Es gibt immer Veränderungen. Und man kann nicht erwarten, dass das immer so ist wie nach alter Väter Sitte. Also unsere Eltern haben anders gelebt als wir. Oder ihr noch anders als ich. Und jede Veränderung bringt immer Veränderungen und das ist nun mal so. Und ich glaube, dass die größte strukturelle Veränderung in den Medien, schlagt mich jetzt nicht fest, die wirklich strukturell ist, seit der Erfindung des Morsens, was ja ziemlich lange her ist, das Internet, dass sozusagen die Gleichzeitigkeit damals ein bisschen kam und jetzt ist es noch mehr mit allen medialen Ebenen. Natürlich verändern sich da Dinge. Und die Huffington Post ist ein Schritt in eine andere Richtung, aber nur einer. Der Springer Verlag probiert es mit Paid Content. Wir gucken mal, was in 5 Jahren daraus wird. Also deswegen, ich weiß es nicht, ich kann mich noch erinnern, als Privatfernsehen kam, da war ich noch ein Kind, da haben alle geschrien, Untergang des Abendlandes heute. Das ist ja ganz normal. Die dürfen sogar beim Kanzlerduell mitmachen, wurde damals nicht vorstellen können. Ja, deswegen glaube ich, es gibt immer Veränderungen, Wettbewerb ist doch gut. Also wir alle haben irgendwelche Meinungen, da kommen eben noch mehr Meinungen, also ist doch toll.